Hi, hallo, ich bin's Alena. Heute möchte ich mit dir zusammen mein Philofax in der Personal Size Größe auf das nächste Jahr 2024 vorbereiten. Ich habe mir dazu aus meinem Shop einmal die Labels Work und Personal rausgenommen, denn tatsächlich werde ich den hier für meine Etsy Shops und für YouTube benutzen, also für Alena Plans und also auch Alenas Mom Life und Etsy Shops, die ich hier habe. Dann habe ich hier diese Dreier Einstecktasche noch rumfliegen gehabt und dann habe ich mir aus meinem Shop, diese Sachen sind normalerweise als digitaler Download verfügbar, die Monatsübersicht und die Wochenplanung, und dann noch aus meinem alten A5-Kalender diese Dinge übernommen. Und ich habe mir gedacht, wir machen das einfach zusammen, weil es ein bisschen mehr Spaß macht. Vielleicht ist es auch eine Inspiration für dich und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Video. So, ich mache jetzt erstmal meinen Kalender auf, nehme das hier wieder raus und gucke mal, ja, 2023 ist ja dann, glaube ich, rum. Das bedeutet, ich nehme 2023 raus. Die Inbox möchte ich jedoch drin lassen, allerdings gestalte ich mir das jetzt einfach anders. Und wie du siehst, gibt es diese Inbox schon ein paar Jahre in diesem Kalender und klebe mir einfach hier meine Zettel drauf. Sehr schön. Dann habe ich hier noch ganz, ganz alte Divider, wie du sehen kannst. Da hatte ich schon überall solche Taschen draufgeklebt. Hier ist noch eine ganz, ganz alte Beschriftung drauf, wo ich das eben noch nicht alles mit der Cricut gestaltet habe. Und jetzt gucke ich mal, ob ich das da runtergepopelt kriege. Ach. Und es klebt auch nach Jahren noch wie Bolle. Dann habe ich hier die jährliche. Dann habe ich hier meine Monatsplanung. Und es geht nicht ab. Auch kein Problem. Denn wir waren ja vorbereitet. Irgendwann werde ich mir mal hier in diesem Kalender auch neue Divider machen. Ich habe mir jetzt auch überlegt, normalerweise findest du ja in meinen Shops eher das DIN A5. Ach so, und wie das dann geht, ist relativ einfach. Einmal gelocht und dann hier immer eingeschnitten. Und dann geht das ratzfatz. Also ich habe mir jetzt überlegt, dass ich die ganzen Personal-Kalendereinlagen zum digitalen Download in meinen Etsy-Shops mit reinpacke. Und dann habe ich hier eine schwarze Stiftelasche schon da hinten, ein Hundehaar von unserem Hund und hier hinten eine weiße. Aber nichtsdestotrotz möchte ich meine ganzen Beschriftungen anders haben, also einheitlich und hübsch. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, wenn ich schon wieder vermehrt auch in Personalgröße arbeite, dann packe ich euch die Sachen auch alle in den Shop, aber eben als Sofort-Download. Die Divider könnt ihr dann natürlich nach wie vor auch noch so bestellen. Diese Dashboards sind bei Google gesucht, gerade dieses von Louis Vuitton. Da habe ich mir einfach das Muster rausgesucht online, habe es mir auf ein durchsichtiges Transparentpapier gedruckt und eingeheftet, weshalb es das nicht im Shop gibt. So. Die Tageskategorie werden wir wahrscheinlich überhaupt nicht brauchen. Das ist aber auch nicht schlimm. Notizen, ja, bitte. Allerdings nicht mit... Ach, und das sind eben noch die ganz, ganz alten, die es mal gab bei mir im Shop. Aber wie du siehst, die lassen sich echt schlecht ablösen. Deswegen ich dann jetzt auf ein anderes Planerpapier umgestiegen bin, also auf ein anderes Stickerpapier für diese Sachen, weil die einfach leichter auch sich wieder lösen lassen. Wo ist denn hier jetzt der Anfang? Ach, hier ganz unten in der Ecke. Und so ist es nämlich, also meins, ne? Ist halt jetzt erstmal so, damit kann ich aber leben, wenn ich jetzt hier mit der Pinzette solche Fahrer reinmache. Das ist okay, damit kann ich, wie gesagt, leben. Das Schöne ist allerdings, die lassen sich super sauber und ganz einfach ablösen, sodass du dann da überhaupt keine Probleme hast und deine Beschriftung jederzeit ändern kannst. Okay, also hier habe ich jetzt meine Inbox.
Dann möchte ich aber aus dem jährlich mein monatlich machen. So, da habe ich dann hier jetzt eben meine Monatsplanung, also einmal den ganzen Monat, Ziele, Highlights, Termine und Aufgaben und Notizen. Das Ganze 12 Mal. Dann nehmen wir hier das monatlich raus und packen das hier so als dezente Übersicht dort rein. Dann kommt hier meine wöchentliche Planung. Auch schon komplett zugeschnitten für ein ganzes Jahr. Und genau. Dann möchte ich das hier hin haben. Richtig. So, und das ist praktisch eine Woche auf 2 Seiten. Hier oben, das kann ich als Mini-Kalender nutzen, wo ich dann hier oben den Monat eintrage. Meine täglichen Aufgaben, also so eine Art Habit-Tracker für Shops und YouTube, wie zum Beispiel Kommentare, Reel, Posting auf Instagram oder ein Reel auf Instagram oder auf TikTok oder wo auch immer. Oder Film, Edit, Upload, solche Sachen, Aufgaben, wichtig einkaufen. Also wenn ich etwas ganz Bestimmtes noch brauchen sollte, sei es jetzt Online-Bestellung an Büromaterial oder solche Sachen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Menüplan. Die Kategorie werde ich dann wahrscheinlich im Business-Kalender mal irgendwann durch etwas anderes ersetzen. Happy Mails. Das kann ich jetzt machen, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich bekomme etwas zugeschickt, über was ich mich sehr freue, was in dieser Woche reinkommt. Oder aber, wenn ich eine Newsletter schreibe, solche Sachen, Rechnungen, die reingekommen sind, die ich überweisen muss oder überwiesen habe und Notizen. Samstag, Sonntag, also heute ist zum Beispiel Sonntag und ich drehe ein Video. Also von dem her ist das auch in Ordnung. Dann habe ich hier hinten noch meinen Daily Plan, noch komplett auf Englisch. Den werde ich irgendwann auch mal auf Deutsch umarbeiten. Den werde ich jetzt einfach nach vorne nehmen. Also hier hin. Okay. Und dann habe ich hier Listen und Tracker. Und was haben wir hier hinten? Sticker. Gut. Jetzt gucken wir mal. Ah, hier haben wir noch eine Dreiertasche, die mit Filofax zusammenkam. Also insgesamt 3 hier vorne, 3 hier hinten. Ich möchte aber eigentlich ganz gerne die hier nehmen. Und zwar packe ich mir die ganz hier nach vorne. Und mache mir hier meine Testkarten rein. Das ist die Shops, Insta und FB, also Facebook. Mittlerweile bin ich ja eigentlich nur noch bei YouTube, Instagram unterwegs. So, einmal hier. Einmal hier. No. Ah. Gut, dann werden wir doch die andere Tasche von Filofax nutzen, weil das sind meine sogenannten Testcards. An die muss ich eigentlich immer wieder laufen dran, weil ich mir dann einfach ganz viel Eintragearbeit spare. Okay, gut. Dann haben wir hier Sticker. Wäre natürlich jetzt super, wenn die hier auch passen. Weil eigentlich passen die genau hier in diese Taschen rein. Aber ich sehe schon, das funktioniert sehr gut. Aber dann packe ich mir das hier nach unten. Einmal das. Einmal das. Sehr schön. Inbox. Also die von Filofax, die ist ja ein bisschen schwergängig. Muss ich jetzt ganz offen und ehrlich gestehen beim Umblättern. Die bappt so hier. Aber gut. Ich denke mal, damit kann ich jetzt erstmal leben. Jetzt machen wir das doch ein bisschen anders, weil es mich sonst nervt. Jetzt knicke ich mir hier das einfach um. Ja, jetzt ist es besser. Okay. So, das ist die Inbox. Die habe ich. Jetzt
machen wir hier mal das alte Ding ab. Habe ich hier eine Innenbox? Natürlich. Aber die brauche ich ja nicht. Oder? Habe ich da einen Trenner davor? Nein, da habe ich nur eine Übersichtsseite. Das ist okay. Dann wäre das jetzt hier jährlich. Also monatlich besser gesagt. Und ich muss doch noch mal an das hier ran. Oder habe ich hier ein jährlich drauf? Dann machen wir das doch anders. Ich nutze hier einmal das. Das ist der Kalender. Wunderbar. Da habe ich einen Meal Plan. Ha! Guck doch mal einer an. Falls du mein A5-Planer-Setup-Video nämlich nicht gesehen hast, dann, oder falls du es gesehen hast, weißt du, dass mir hier der Menüplan-Sticker gefehlt hat und ich wusste, ich habe irgendwo einen drauf. Hast du mir bestimmt auch schon in die Kommentare geschrieben. Dann kann ich das nämlich auch noch gleich machen. Aber das Video, wie ich den hier gesetupt habe, beziehungsweise vorbereitet habe für 2024, verlinke ich dir natürlich unten oder besser gesagt im i, ne, dass du es auch gleich findest. So, den Kalender haben wir. Dann haben wir hier das wöchentlich, gucken wir mal, tralalala. Nein, 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 nein. Today, ich will aber das hier verwenden. Ich will nicht extra noch so eins anreißen müssen. Today. Today. Will ich Today hier hin haben? Wird wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich nichts nützen. Nehme ich erstmal von meinem angefangenen Stickerbogen das Daily runter. Und klebe mir das hier drauf. Das passt auch. Für wöchentlich habe ich jetzt tatsächlich nichts. Na, jetzt. Dann muss ich eins anreißen, dann hilft es halt jetzt nichts. Dann kommt jetzt hier mein Weekly hin. Okay, mein Daily. Dann wären da die Listen. Da möchte ich aber meine Videoideen. Oder besser gesagt, die Gedankenstütze für Dinge, die ich drehen kann. Oder drehen will. Also ich sag's euch, mit 40 fängt es jetzt echt schon an, bei schlechten Lichtverhältnissen, dass ich echt meine Sticker suchen muss. Ah, wo die Abreißkante ist. Das ist echt nicht mehr schön. So, da haben wir die Ideen. Okay. Nein, da hatten wir die Idee nicht, da war frei. Dann machen wir die Ideen hier hin. Dann machen wir da den Braindump hin. Und switchen dann einfach die Kategorie um. Hier ist noch altes Papier, hier ist noch Filofax-Papier. Die Ideen machen wir dahin. Dann möchte ich aber das hier hin haben. Okay. Braindump. Haben wir hier, wie du siehst, auch schon angeschmattert, aber das stört mich jetzt gar nicht. Und dann habe ich hier hinten die Habits drin. Da habe ich noch einen Tracker. Sticker.
Wunderbar. Gut. Dann denke ich, bin ich damit soweit zufrieden. Da kommt dann für die erste Woche wieder mein Filofax-Lineal rein. Hier bei monatlich machen wir den Öli-Clip wieder hin. So. Und, oh, also das ist echt nervig. Ja, dann habe ich meinen Filofax Personal in oder für meine Arbeit einmal komplett fertig. Und dann gucken wir nochmal durch. Hundehaarentfernung. Jawohl. Jawohl. Der Kalender. Genau, mein jährlich. Das ist in Ordnung so. Mein wöchentlich, das ist auch gut. Sehr schön Dailies, die ich wahrscheinlich echt nur an stressigen Tagen nutzen werde. Drum sind da jetzt keine 365 drin, sondern eben nur ein paar. Die Ideen, das Braindump, jawohl, und die Tracker. Wunderbar. Sehr schön. Gut. Das finde ich so völlig in Ordnung und kann ich so erstmal nutzen. Ich habe hier jetzt keine Top-Tabs gemacht, weil dieser Kalender tatsächlich hier zu Hause auf dem Schreibtisch liegen bleibt. Genauso wie mein großer DIN A5 Filofax, den ich dann später, wenn ich meinen Moterm nicht mehr nutze, dann auch wieder praktisch den Inhalt umswitche in meinen Moterm, der hier liegt. Der bleibt auch immer hier zu Hause, denn und für unterwegs und in der Handtasche habe ich tatsächlich noch einen kleinen anderen. Das Video oder die Videos kennst du bestimmt auch schon, aber das ist jetzt nur für die Arbeit, das ist nur der Privatkram hier zu Hause, weil meinen Budgetplaner muss ich jetzt nicht tagtäglich mit mir rumschleppen, also das wäre zu viel des Guten und ja, also direkt jetzt nicht Arbeit, ne? Eher Hobby und Privatvergnügen, aber dass ich es halt so ein bisschen trennen kann zwischen meinem persönlichen, also Termin und alles, was mit YouTube und den Shops zu tun hat, weil ich finde, das wird dann irgendwann einfach im Laufe der Zeit viel zu voll. Und so, denke ich, bin ich ganz gut aufgeräumt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Also alle Kalendereinlagen in der Größe Personal wirst du in meinem Shop Alena Plans auch finden, aber gleich direkt als digitalen Download. Das heißt, du bestellst es bei Etsy, du bezahlst es, kriegst sofort von Etsy den Link zugeschickt, wo du es downloaden kannst oder du findest den Direktdownload auch unter meine Bestellungen und musst es dann nur noch ausdrucken und fertig ist das Ganze. Dazu gibt es aber natürlich eine komplett konkrete Anleitung direkt mit dabei. Und dann hoffe ich, hat dir dieses Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen und ich freue mich auch schon, wenn wir in diesen beiden Kalendern zusammen planen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.